Ja, willkommen zurück und somit herzlich willkommen zurück zu Ace Combat 7 Skies Unknowns hier in VR. Wir haben ja hier die zweite Mission leider nicht geschafft und ich muss ehrlich sagen, das Spiel, also rein vom VR her, hat mich schon geflasht. Also es fühlt sich schon mega geil an und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin noch so ein Spieler. Also egal was von Spielen, normal oder VR, mir wird jetzt nicht, sag ich mal, schlecht oder so, aber ich muss sagen, in dem Flugzeugspiel an sich, es fühlt sich schon so an, also es ist jetzt nicht so, dass mir zu kurz elend geworden ist oder so, aber man merkt schon so im Bauch so ganz komisch ein bisschen. Also es schlägt schon so ein bisschen auf das Gemüt. So, das kann man eigentlich überspringen, das hatten wir ja schon. Und ja, meine Freundin hat mich dann dafür ausgelacht, so, die wird bei einem Videospiel schlecht. Dann hat sie so 2-3 Minuten in einem normalen Freiflug gespielt, wo sie quasi halt ein bisschen geflogen ist, mal ein Looping gemacht hat und wir haben ja so richtige Kämpfe gemacht. Und sie dann so nach 2 Minuten so, okay, sie versteht, was ich meine. Also, bevor ihr auch irgendwie lacht oder so, spielt es erstmal selber. Also, es geht schon so ein bisschen auf den Körper, auch wenn es nur so virtuell ist. So, wir beginnen. Ich denke mal, wir starten wieder auf dem Flugfeld. Es ist schon irgendwie geil. Ich meine, okay, hier bewegt sich jetzt nur nichts. Ist schon geil. Guck mal, dieser rote Display-Knopf. Schon irgendwie alles geil, aber so im Flug selber. Es ist schon so, wenn man so irgendwie so richtig im Spiel drin ist, aber dann im Endeffekt doch noch irgendwie so im Stuhl sitzt, so gechillt und dann überall so, wow, Looping und 10.000 und. Ja. So, wir legen los. So, ich bin ja beim letzten Mal abgestürzt. Also, wir haben ja nicht die Mission gescheitert, weil irgendwie die Basis zerstört wurde, aber ich weiß ja nicht. In der einen Phase, wo man zuerst ja, ich glaube, Flugzeug kommt dann kurz zuerst, dann Bodenziegel und dann beides. Ich weiß nicht, ob ich mich da auf was Spezielles zuerst irgendwie konzentrieren soll oder nicht. Das eine voll wieder zerpflückt. Ich will mal gucken, von hinten der Bomber. Wenn ich mich so rüberbeuge, ich hab so Schiss, dass ich gegen irgendwas stoße oder so. Oh, da war mein Mikrofon. Hallo Mikro! Oh, hinter mir ist jetzt der Dinger. So, wir geben mal Gas. Oh, aus dem Spielbereich. Oh, wo kommt der? Wieso kommt denn der von da? Okay. Alles klar. Ich habe gedacht, der ist noch irgendwie so ein bisschen hinter uns. Alter, ich merke schon wieder. Es ist schon irgendwie geil. Also vor allem, wenn man hier so diese schnellen Bewegungen macht. So, wir fliegen mal hier zu dem. Die anderen lassen wir mal so ein bisschen. Oh. Haben hier diese Drehbewegung. Ja, was geht denn bei dem ab? Kriegt ihn gar nicht. Doch, jetzt kommen wir näher ran. So, sehr schön. Oh, wir sind schon über den Wolken. Einmal hier durch. Und hier so ein bisschen Wasser. Sehr schön. Das sieht schon geil aus. Diese Warnung? Alter, wo ist er hin? Ach, hier ist er. Servus. Oh, zerstört. Ah, oh, verfehlt. Ah, ich bin jetzt aber ein bisschen zu schnell gerade. Oh, okay. Da wollte ich nicht fliegen. Oh. Ja,
kam sogar in unsere Richtung. Ah, verdammt. Ah, jetzt fliegt der Kacke. Das ist das Problem. Oh, hier ist unser Flugfeld, glaube ich. Sollte ja sein, ist ja kein anderes, oder? Alter. Weil mir so nah und so schnell ist, ist natürlich mit dem MG ein bisschen kacke. So, da haben wir ihn. Wollen wir ein bisschen vom Gas runtergehen. Immer noch 83. 0% Schaden. Alter, wenn man so langsam durchfliegt, das ist ja mal geil. Sieht mal. Und hier das ganze Wasser sieht man dann so ein bisschen besser. This is Sky Eye. Alter. It'll be impossible to defend the base if we can't detect the enemy. So, hier sind welche. Ja, wo sind die Bodenziele? You are cleared for takeoff. Copy that, Tower. Draw the enemy's attention here. Bandit locked on. Alter, zerstört. Bei mir nicht. Das ist schon nice. Ich flieg noch ein bisschen, wenn ich so ein bisschen hinterherkomme. Oder dass wir nicht gleich wieder so nah aneinander sind. Alter, was hat das gerade für ein Geklepper? Ah, okay, das war zu schnell. Mit dem Wechsel. So, zerstört. Hier haben wir den. Also richtig, wenn es so richtig nah ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig mit dem MG. Vor allem dann noch mit VR so ein bisschen. Das kann. Ja, das war nicht gut. Das war ein schlechter Winkel. Interceptors inbound. You idiots are late. This is Viper 2. Bandit quiet. Aber letzter Kontrollpunkt war, glaub. War, denke ich mal, sind das die ersten oder nicht? This is Sky Eye, requesting takeoff clearance. Denied. Not clear. Copy that, Tower. Alter, auf die Entfernung. Missile. Oh. Ja, bei mir. Missile. Oh, Alter, wer ist schon immer hinter mir? So, sehr schön. Das war zu schnell. Was denn? Alter. Wir müssen ein bisschen rauskommen. Wir können nicht so 5000 Loopings immer machen. Wow. Alter, war der nah dran. Okay, getroffen schon mal, aber... Alter. Wie konnte der die jetzt abschießen? So, jetzt aber. Aber es kommen doch noch die anderen. Okay, das war jetzt nur der Startübersprung. Könnte man überlegen, die QAMM, wie kann ich die wechseln? Missile.
impossible to defend the base. We can't detect it. Okay, da steht. Wir machen das nochmal mit dem Waffenwechsel. Missile. Copy. You are cleared for takeoff. Copy that, Tower. Ah, der ist zu nah dran. Nehmen wir den mal kurz ins Visier. Wo ist er denn? Drüben. Irgendwas, wenn wir müssen hier wegkommen. Und jetzt aber. Alter, ich treffe sie nicht. Alter, die schönen Tropfen gerade, wie sie so weg sind. Jetzt aber. Ja. Ich müsste noch ein bisschen nachladen. Mal gucken, ob wir ihn austricksen können. Alter, der kommt mir immer entgegen. Just around the base. My altitude's still low. Omega 11, behind the enemy. Oh, sind wir ein bisschen weit weggeflogen. So, sehr schön. All enemy aircraft confirmed down. Wow. Alles dreht sich. Picking up enemy ground forces in area around east substation. Okay, gehen wir erstmal hier hin, oder? Defend the substation immediately. Hier sind ein bisschen viele, aber okay. Oh, sogar noch getroffen. Caution, ja, kommt sie? Caution. Die sind halt so weit weg. Das ist das Problem. Das ist verfehlt. Der steht doch nur da. Ouch. Missile hit confirm. Missile. Weiß auch gar nicht mehr, wie die Flares gingen. Keep attacking aircraft! All we need to do is slow them down. Caution. Pull up. Oh, hier explodiert so ein bisschen was. Ja, hätte einer gereicht. Missile.
Ja, war nicht getroffen. The substation was hit and the control building was damaged. Missile. Have the substation check status. Gehen wir hier ein bisschen mehr da hier rein. Missile. Half of the units taken out. Pull up. That's the storm of our plane. Missile. So, mal ein bisschen aufräumen. Missile. Ja, okay, der ist schon Boden gegangen, aber die zweite hat gesessen. Doch, Treffer. Okay. Alter. Die eine ist eingeknallt, die erste Rakete. We've sustained damage. Half the battery containers are out. They can have them. As long as the transformers work, we're fine. Missile. Oh, nur noch einer. Ist ja gar nicht. Missile. Und ein Treffer. Genau. Enemies after the substation have been destroyed. So. Start the safety check. Make sure you're extra careful when you turn the electricity back on. Those guys are putting their lives at risk protecting us. Let's get this place back online. Wait, what's this? All aircraft, the base is under attack from enemy ground units. Return immediately. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier alles umschalten kann. Das ist nur gerade mein großes Problem. So, da ist MG, da ist das da. Wo waren nochmal die Flares, wo waren die Dinger? Oh, hier. Hier, Eck. Die haben mich jetzt im Visier da hinten. Wieso da hinten? So, dann ist Helikopter oder was? Something appeared on radar. Enemy reinforcements are approaching the base. Take them down. All aircraft, prioritize the air superiority. We can beat them. So, die sind schon mal alle kaputt. Sehr schön. So, hier wird doch mal schön aufgeräumt. Autsch. Oh, hier sind noch ein paar. Oh ja. Aber ich muss halt ein bisschen auf meinen Schaden auch aufpassen jetzt so langsam. Ah, die eine Rakete hat meine kaputt gemacht. Ouch. Wow, mit MG. Three to go.
Oh, Achtung, nicht abstürzen. Ja, ich frage mich gerade wirklich, wie kriege ich nochmal die Flares hin? Ah, ich weiß es, glaube ich. Was ist nicht mit den beiden Sticks? Getroffen, gell? War abgelenkt von den anderen Sachen hier. So, einmal zerstört. Oh, die da hinten. Nur noch einer. Oh, Treffer. Gibt's ja gar nicht. Woher denn? Ja, ist noch die da oben. Was, einer? Sehr schön. Das ist geil, wenn man so nur hinschauen muss. Nein! Dein Ernst! Wie soll ich jetzt... Dein Ernst, ich hab so an dem Stick gerissen. Wait, what's this? Oh nein, darf ich jetzt wieder alles machen? All aircraft. The base is under attack from enemy ground units. Return immediately. Oh nein. It seems this was the enemy's objective all along. I've got this. Das gibt's ja nicht. Ah, soll ich wieder alles machen? Oh, scheiß Treffer. Leg mich immer am meisten auf. Something appeared on radar. Enemy reinforcements are approaching the base. Take them down. All aircraft, prioritize air superiority. We can beat them. Hold up. Target sunk. We need to support our assault force. Wir müssen jetzt mal ein bisschen taktisch und schnell hier vorangehen. Missile. Ah, nee, das ist weiter weg. So, am besten immer die, wo am nächsten sind. Vermutlich die beiden hier. Oh, der blöde Panzer. So, Alter, wie das hier abgeht. 37%. Okay, da haben wir ein bisschen kassiert. Mach mal den hier, der ist so ein bisschen alleine. Hab ich ihn eigentlich erst noch zerstört?
Soviet 1, the enemy fired a missile. Bandit in the sights. Bandit behind you. Attack missed. Missile. All enemy helicopters missile. Down. Oh, this was... Missile. Missile. Fox 2. Missile. Heavy fire. Fall back. Missile. Bandit quiet. Lock on. Missile. Fox 2. Missile. Soviet 1 destroyed another missile. Bandit. Nice work. Missile. Three to go. There are no more enemy ground units. Shoot down all bandits that haven't withdrawn. Oh, Achtung, hochziehen. So, waren es alle? Einer noch. Wo dann? So, mein Freund. So, jetzt nicht abstürzen. The enemies attacking the base were completely eliminated. So, und jetzt noch landen, oder? Oder nicht landen? Well, we had an amazing pilot too. Let's see him try that again! SkyEye, thanks for the air support. Tell the Interceptor unit that we appreciate their work. Understood. But the guy who got us into the sky is the real MVP behind this victory. Clear the runway debris. We can't have our base defenders crashing on landing. So, okidoki. I'll provide your landing guidance. Clearing of the runway is complete, but keep an eye out for debris. No, super. Reduce your speed. Lower your nose. You're too high. Okidoki. Oh, das ist ein Trümmer gewesen. The guidance limit. Make a visual landing. Ah. Perfekt war es nicht, aber es ging. Ich muss dann bremsen. Landing confirmed. That's a perfect landing, Mobius 1. Thanks for the excellent work. Rest up until the next mission. Impressive, Mobius 1. The other pilots will follow your example. Both in the air and on the ground is not something Freya Ruzsa could manage in previous battles. But our base held in the face of danger. We will make this the turning point of the war. In other words, we're gonna make them regret they couldn't finish us off here and now. Dismissed. Ja, Rang C ist natürlich noch nicht so super. Ich weiß nicht, weil hier steht auch gar nichts dran mit irgendwie Neuversuchen oder so, aber. Na gut, wir gucken mal im nächsten Part, ob es besser wird. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.